Apple-Aktie Bruchlandung voraus. Wir befinden uns in der Berichtssaison noch. Die Apple-Aktie bzw. Apple wird übermorgen am 30. April die Zahlen liefern. Relativ spät für die großen Tech-Konzerne. Die meisten haben bereits berichtet. Es gab viele positive Ausreißer. Es gab aber auch den einen oder anderen Flop, sage ich mal, wie beispielsweise Intel. Und ich habe eine gewisse Meinung zu Apple. Also meistens ist es ja so, dass wenn wir YouTuber oder Blogger über gewisse Aktien berichten, dann machen wir das im Nachgang, nachdem die Zahlen draußen sind, fassen das mehr oder weniger zusammen und kommentieren das. Ich dachte, ich mache das jetzt mal andersrum. Ich werde mal eine Prognose abgeben zu Apple und wie der Titel ja schon verrät, fällt die jetzt eher verhalten aus. Kann natürlich sein, dass ich komplett falsch liege. Alles, was ich sage, das ist meine eigene Meinung. Und wer jetzt bereits Aktien hat, der sollte sich gut überlegen, ob er die jetzt verkauft, nur weil er jetzt das Video beispielsweise geguckt hat, im schlimmsten aller Fälle. Weil es kann gut sein, dass das, was ich sage, entweder falsch ist oder unvollständig ist oder vom Markt einfach anders interpretiert wird, auch wenn es inhaltlich dem nahe kommt, was ich dann gesagt habe. Ist ja sowieso so, dass wir als Investoren niemals den kompletten Überblick haben und wir immer nur glauben zu wissen, im leichtsinnigsten Fall glauben zu wissen, was gerade Sache ist. Also ich würde für mich auch nie in Anspruch nehmen, dass ich jetzt hier irgendwas vorhersagen könnte. Aber es soll einfach mal hier so auch eine kleine, sage ich mal, Denkübung sein, wie man versuchen kann, sich so eine Meinung zu bilden. Ob das dann am Ende so ist, das werden wir in wenigen Tagen ja erfahren. Dann würde ich sagen, genug vorgeplänkelt, geht's einfach mal los. Wir sind hier auf TradingView.com und was wir hier sehen, das ist jetzt einfach im bezüglich ein Jahr der Nasdaq, das ist die blaue Linie und dann sehen wir hier als Benchmark Apple prozentual. Und was ich einfach nur sagen möchte, ist erstmal, Apple-Aktie ist jetzt in den letzten Monaten gut gelaufen. Die ist mit dem Markt quasi gelaufen. Sie ist aber etwas schlechter als der Markt gelaufen. Das heißt, am Anfang ist sie besser gelaufen als der Markt, hat sie den Nasdaq outperformed, dann ist sie ja ziemlich stark gefallen, also stärker als den Nasdaq, hat sie wieder aufgeholt. Aber wenn wir das jetzt mal sehen, hat der Nasdaq ja bereits ein altes Niveau wieder erreicht, während die Apple-Aktie ja weiterhin unter ihrem Hoch notiert. Nichtsdestotrotz, knapp 40%, habe es vorhin mal ausgemessen, ungefähr 40% hat die Apple-Aktie, 43, sogar knapp 44% hat die Apple-Aktie jetzt dann vom Boden wieder gut gemacht. Ist also schon eine deutliche Erholung, die da stattgefunden hat. Ich denke jetzt mal erstmal ganz allgemein, um diese Erholung hier zu verorten. Sie ist nicht unternehmensspezifisch. Also Apple hat enttäuscht im letzten Quartal. Die Erholung, die ist wirtschaftlich, makroökonomisch, könnte man sagen, begründbar. Und zwar zum einen wahrscheinlich dadurch, weil die amerikanische Notenbank gesagt hat, dass sie die Zinsen jetzt erstmal nicht weiter erhöhen wird, weil hier wurde ja ein Abschwung befürchtet. Und in diesem Rahmen hat dann die Fed darauf verzichtet, weiterhin die Zinsen zu erhöhen. Das nennt man ja dann eine dovische Haltung. Und auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen die Furcht vor dem Handelsstreit mit der China etwas gewichen. Oder ich sage es mal so, es ist mittlerweile an der Tagesordnung und keiner hat mehr richtig Angst davor. Momentan habe ich jedenfalls den Eindruck, auch wenn das Ganze noch nicht gelöst ist, wir kommen später nochmal auf China zu sprechen. Worauf ich hinaus will, ist einfach nur, dass diese 43% Kursgewinn weniger mit guten Meldungen bei Apple zu tun haben, sondern es ist, wie gesagt, einfach hier makroökonomisch begründet und wie der eine Spruch bringt es ganz gut hin, wenn man sagt, die Flut hebt alle Boote, so beispielsweise hier auch Apple. Apple, das ist an sich, das sehen wir hier nochmal, für mich nach wie vor die iPhone Company. Man sagt ja immer, bei Apple, das hat ein schönes Ökosystem, was sicher auch stimmt und man spricht dann teilweise auch von einem goldenen Käfig. Mit dem leicht kritischen Unterton nach dem Motto, einmal gefangen, kommt man da nicht mehr raus, will aber vielleicht auch gar nicht mehr raus, weil alles schön aufeinander abgestimmt ist. Nichtsdestotrotz, für mich weiterhin die iPhone Company, warum?
weil wir hier die unterschiedlichen Segmente sehen, also 1, 2, 3, 4, 5, das sind die 5 Segmente, aus denen Apple besteht. Und wir haben hier das iPhone-Segment und wir haben hier die abgelaufenen Geschäftsjahr, hier das letzte Quartal, die letzten Quartale. Aber lenken wir unser Augenmerk hier mal auf die vollen Geschäftsjahre. Und da sehen wir hier den Umsatzanteil des iPhones und betrug im letzten Geschäftsjahr knapp 63%, ist sogar wieder hochgegangen vom vorletzten Geschäftsjahr. Während auf der anderen Seite hier das Servicegeschäft, also dieser goldene Käfig quasi, wo im letzten Geschäftsjahr 14% gemacht hat. Und dann noch die Other Products hier, Apple TV, Apple Watch und so weiter, 6,6%. Die anderen Segmente da, iPad, iMac, das sage ich jetzt mal, stagniert mehr oder weniger und dümpelt so vor sich hin. Wir haben hier also schon ein Wachstum im Service- und Other Product-Segment, aber das ist noch relativ, also oder nichtsdestotrotz bleibt für mich Apple die iPhone-Company in dem Sinne, dass wenn das iPhone schwächelt, Apple an sich ein Problem hat. Bezüglich iPhone halte ich noch für wichtig, dass die iPhones immer teurer werden. Das sieht man hier im durchschnittlichen Verkaufspreis in Dollar. Und das kann ein Problem werden, wenn wir einen wirtschaftlichen Abschwung bekommen. Das heißt, dann kann man sich ja teurere Luxusware schlechter leisten oder will sich eher nicht mehr leisten, im Gegensatz zu eher günstigeren Geräten. Übrigens kann man sich jetzt den durchschnittlichen Verkaufspreis seit dem letzten Quartalsbericht nicht mehr selbst ausrechnen, weil Apple die dazu notwendigen Zahlen, also die Unit Sales, die Anzahl der verkauften iPhones, nicht mehr berichtet. Ist dann auch nicht besonders gut angekommen, aber damit müssen wir als Investoren eben leben. Ich kann mal kurz noch zeigen, hier bekommt man dann auch einen ganz guten Eindruck bezüglich der Preisentwicklung bei den iPhones. Das hier ist einfach die englische Wikipedia zu iPhone und dann sieht man hier quasi die Preise. Und wir sind jetzt ja im Moment hier und man sieht einfach, wie das immer teurer wird, das iPhone. Wie es hier von 199, 300 US-Dollar, ganz am Anfang mal 500 US-Dollar, 600 US-Dollar, aber wie wir hier in neue Preisregionen vordringen, wo es dann bis zu 1349 US-Dollar geht und dann die günstigeren iPhones quasi bei 750 US-Dollar anfangen. Wir haben also auf der einen Seite eine Preispolitik, relativ ambitioniert, die nach hinten losgehen könnte, vor allem dann, wenn wir eben wirtschaftlich schwerere Zeiten vor uns sehen. Zum anderen haben wir aber auch ein bestehendes Problem in China. Das hier ist der Jahresbericht 2018, also vom letzten Jahr. Ich mache es nochmal ein bisschen größer. Und hier sehen wir dann die Net Sales nach Regionen. Und dann sehen wir hier China. Und China hat in 2018 fast so viel Umsatz gemacht wie Europa, also etwas weniger. 51 Milliarden und Europa waren 52 Milliarden. Nichtsdestotrotz immer noch ein sehr großer, bedeutender Block. Und wir hatten Wachstum gehabt von 16% innerhalb dieses einen Jahres, also von 2017 auf 2018. Im letzten Quartalsbericht, das ist der letzte Quartalsbericht, da haben wir ja dann auch in China Verkäufe gehabt, logischerweise. Die sind aber nach unten gegangen. Und zwar von 18 Milliarden auf ungefähr 13 Milliarden waren die rückläufig. Und das Ganze hatte ja zu tun gehabt, hier die News, Google News mit dem Problem mit Huawei, der Tochter des Firmengründers und der Inhaftierung und den diplomatischen Verstimmungen mit China allgemein. Huawei wird ja Wirtschaftsspionage oder Spionage überhaupt ganz allgemein vorgeworfen und ihre Produkte werden ja boykottiert und die gute Frau sitzt ja glaubt meines Wissens immer noch in Kanada fest und muss mit einer Auslieferung an die USA rechnen. Das hat ja in den China hat es ja zu einem Boykott geführt und man sieht ja auch die meisten Meldungen, die sind von Ende Januar, Ende Dezember, Anfang Januar, wo es darum geht hier, dass die Apple-Produkte, insbesondere das iPhone natürlich, boykottiert werden in China und dass sogar hier Mitarbeiter angeblich, also chinesische Mitarbeiter in chinesischen Unternehmen, mit Rauswurf gedroht wird, wenn sie ein iPhone mit auf die Arbeit bringen, geschweige denn ein neues iPhone kaufen. Typisch Wirtschaftszeitung oder typisch Zeitung allgemein hört man davon jetzt plötzlich relativ wenig. Das heißt,
Es hat die Runde gemacht, Mitte Dezember bis Anfang Januar, und jetzt ist es dann wieder relativ still geworden. Ich habe jetzt keinen Beitrag gefunden, explizit, der sich mit dem des jüngeren Datums, der sich mit dem Thema noch beschäftigt hätte. Ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, so vom ja, gesunden Menschenverstand, dass dieser staatlich gelenkte Volksboykott jetzt plötzlich im letzten Quartal dann wieder ein Ende gefunden hat, zum Anfang Januar sozusagen. Ich vermute, der geht weiter. Und ich vermute eben, dass hier wir eine richtig große Delle kriegen, auch in diesem Quartal bezüglich der Umsätze in China. Und dass das zu einem weiteren Problem führen wird. Wir haben dann auch noch den starken US-Dollar. Ich habe ja ein letztes Video gemacht, oder mein letztes Video war bei über 3M. Und da habe ich mal den Vergleich gemacht zwischen den Umsätzen in lokaler Währung und den Umsätzen in US-Dollar. Und dann halt gezeigt, wie ja, schädlich der gestärkte US-Dollar ist bezüglich der Bilanzierung in US-Dollar. Und das Gleiche wird wahrscheinlich auch Apple blühen. Das heißt, die werden dann auch etwas an Umsätzen quasi abgeben müssen, an bilanzierten Umsätzen, weil eben der Dollar gestiegen ist. Dann haben wir zum anderen noch den Qualcomm-Deal. Apple hat ja Qualcomm verklagt wegen Missbrauch ihrer ja, Marktmacht, ihrer technologischen Führerschaft, und dass sie zu viel Lizenzgebühren bezahlen müssten. Apple hat dann auf Intel insbesondere gesetzt als Partner, und da haben sich wahrscheinlich oder offensichtlich die Erwartungen in Intel nicht erfüllt, die technologischen Erwartungen. Und Intel hat ja dann auch selber berichtet, dass sie die Entwicklung von Mobilfunkchips für 5G einstellen werden. Und also ist man wieder zu Qualcomm zurückgekehrt, und man weiß nicht genau, wie viel Apple bezahlt, auch an Qualcomm, aber die Rede ist, laut Timothy Arcuri, der ist bei der UBS Analyst, und der rechnet damit, dass Apple 5 bis 6 Milliarden an Dollar an Qualcomm bezahlt hat. Ich weiß nicht, ob das alles in den Rückstellungen drin ist. Ich habe mal geguckt in dem Jahresbericht hier. Da habe ich aber keine expliziten Angaben zu gefunden. Es ist auf jeden Fall negativ Cashflow wirksam, ich sage es mal so. Könnte aber auch sein, dass es den bilanzierten Gewinn als Art Sonderbelastung ebenfalls nach unten drückt. Das heißt, es gibt jetzt also mehrere Faktoren, die zumindest kurzfristig aus meiner Sicht negativ zu sehen sind und das Ergebnis dann eher belasten sollten. Und auf der anderen Seite haben wir aber eine Bewertung der Apple-Aktie. Wir sind jetzt hier schon im Aktienfinder drinne. Und wir werden sehen, dass die Bewertung relativ hoch ist. Ich möchte vielleicht nochmal, damit keine Missverständnisse aufkommen, Apple als Unternehmen nicht schlecht machen. Man sieht es auch hier im Ranking, man sieht es hier an den Auszeichnungen, man sieht es an den Wachstumsraten, dass langfristig hier Apple ein stark wachsendes Unternehmen ist. Die sitzen auf dem Haufen auf einem Haufen Geld und ist ein gutes Unternehmen, aber uns geht es ja jetzt nicht um, wie Apple in 3, 4 Jahren dastehen wird. Uns geht es ja jetzt quasi um das abgelaufene Quartal. Und in diesem Sinne interessieren halt vor allem die aktuellen Entwicklungen und jetzt noch als zweites die aktuelle Bewertung. Denn wenn der Preis relativ niedrig ist, dann könnte man sagen, die Börse hat die negativen Aussichten, sofern sie sich bewahrheiten sollten, bereits eingepreist, und da wird dann wenig passieren. Wenn der Preis der Apple-Aktie hingegen hoch ist, wenn die Apple-Aktie überbewertet ist, dann kommen oder dann haben negative Überraschungen eben einen sehr viel schädlicheren Effekt für den kurzfristigen Kursverlauf. Gehen wir jetzt also zur Bewertung, und da sehen wir hier die Multiples, also KGV, KCV, und da sehen wir, dass Apple mit einem KGV von 18 momentan bewertet ist. Wenn man jetzt zum Beispiel Microsoft im Kopf hat mit leicht über 30 KGV, dann könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass Apple ein Schnäppchen ist. Dem ist es meines Erachtens nicht so. Microsoft, wenn wir uns die Segmente jetzt bei Microsoft anschauen würden, ist sehr viel besser aufgestellt als Apple. Die haben weniger Segmente, die sind aber vom Umsatz her nicht so ungleichgewichtet, und die wachsen alle. Also da gibt es jetzt keine Segmente, die so mehr oder weniger vor sich hindümpeln wie iMac, iPad. Die sind einfach unheimlich stark, Microsoft. Aber ich
Ich empfinde persönlich übrigens auch als Randnotiz Microsoft ebenfalls für überbewertet. Nichtsdestotrotz, wir haben hier jetzt also zurück zu Apple ein KGV von 18 und ein KCV im Prinzip von leicht über 13. Und wir sehen, dass es über dem historischen Mittel liegt. Also der enge Balken ragt über den breiten Balken hinaus, der den Durchschnitt der letzten 10 Jahre abbildet. Und wir sehen auch im direkten Vergleich KGV zum KGV-Vorjahr, dass dieser enge Balken höher ist als die vorherigen KGVs. Gehen wir jetzt nochmal, also wir haben 18 KGV momentan und wir hatten letztes Jahr einen 15er KGV, dann knapp 15 und dann 12,5 und auch leicht unter 13. Also Apple ist gemessen am Gewinn deutlich teurer geworden, gemessen am KCV, also am operativen Cashflow, aber momentan 13, hatten vorher knapp 12, etwas über 11 und da hatten wir dann 9 und 8,5 in 2015. Also momentan ist der Preis oder ist die Apple-Aktie relativ aggressiv gepreist, meiner Meinung nach, beziehungsweise eigentlich ist es neutral, wenn man es hier sich einfach nur anschaut. Und das führt dann eben zu einer rechnerischen Überbewertung der Aktie. Das sieht man dann hier auf der Seite. Beim aktuellen Kurs von 204 US-Dollar haben wir eben einen fairen Wert der Aktie, ziemlich gleichlautend zwischen 155 und 157 US-Dollar. Und es wird sich auch nicht wirklich ändern für das geschätzte Geschäftsjahr. Warum? Weil ja auch die Analysten hier nicht von einem großen Gewinnwachstum ausgehen. Im Gegenteil, man geht von doch ganz leichtes Gewinnwachstum von 11,32 auf 11,40. Der operative Cashflow hingegen, der geht da ganz leicht zurück. Also wir gehen hier nicht von Gewinnwachstum, sondern einfach von einer Seitwärtsentwicklung aus auf Seiten der Analysten, sodass sich dann hier eben auch der faire Wert erstmal kurzfristig nicht nach oben entwickeln kann. Mittel-langfristig sieht es natürlich ganz anders aus. Deshalb nochmal an der Stelle, ich mache nicht Apple als langfristiges Investment schlecht. Mir geht es nur um die nächsten Tage, sprich um das abgelaufene Geschäftsquartal. Also nicht in den falschen Hals kriegen. Auf der einen Seite haben wir jetzt also aus meiner Sicht der Dinge ein paar negative Faktoren, die Apple jetzt im letzten Quartal verdauen musste. Und auf der anderen Seite haben wir eine relativ hohe Bewertung. Und wenn ich jetzt halt einfach eins und eins zusammenzähle, das, was ich eben sehe, dann bin ich doch recht skeptisch eingestellt, was die Geschäftszahlen angehen. Und es würde mich deshalb nicht überraschen, wenn die Apple-Aktie dann erstmal etwas nachgibt. Wie es jetzt natürlich dann tatsächlich kommt, das steht in den Sternen. Da kann ich keine Garantie für aussprechen. Und da würde ich sagen, lassen wir uns einfach mal überraschen. Wenn jemand eine andere Meinung hat, dann kann er das ja bitte gerne unten runterschreiben, wenn er denkt, ich habe irgendwas Kritisches auch übersehen. Aber das Kommentieren bitte nur so lange machen, bis die Geschäftszahlen noch nicht öffentlich sind, weil danach wissen wir es ja alle besser. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.